Und damit herzlich willkommen bei Furry FM heute Abend mit unserem Interviewgast, den wir heute extra speziell für euch dabei haben. Wir sind ja neuerdings auf der Schiene, ein paar YouTuber zu interviewen, wie ihr vielleicht gestern bei unserem Interview mit Hirnsturz gemerkt habt. Heute haben wir einen Furry-YouTuber dabei, und zwar Akeban. Hallo Akeban! Hi! Ja, wir haben natürlich nicht nur den Akeban, ich bin auch heute nicht allein. An meiner Seite ist Genius. Hallo. Und der liebe Bravura, der für uns heute hier den DJ spielt. Einen wunderschönen guten Abend. So, da wollen wir mal direkt anfangen damit. Der gute Akeban ist vielleicht vielen von euch ein Begriff, vielleicht dem einen oder anderen auch nicht. Tja, verrat uns doch mal ein bisschen was über dich speziell. Wie heißt du denn eigentlich richtig? Ich heiße eigentlich richtig Dennis und Wolf mit Nachnamen, wie das Tier quasi. Da liegt es ja nicht gerade weit entfernt, zum Furry-Fandom zu kommen, nicht wahr? Nee, gar nicht, wirklich nicht. Das ging da recht schnell. Ja, recht interessant. Dennis, oder besser gesagt Akeban, wie alt bist du eigentlich? Ich bin jetzt noch ein paar Monate lang 22, Und wo lebst du? Im südwestlichsten Fleck von Baden-Württemberg, also quasi bin ich der, der es am weitesten von allen Leuten allen deutschen Leuten zur Euroference hat, wenn man so sehen will. Du hast eigentlich in deinem Alter noch recht wenig Erfahrung mit YouTube, du machst das ja noch nicht so sehr lang. Bist du denn eigentlich so grundsätzlich dafür eingestellt gewesen? Normalerweise ist es ja so, die Menschen haben einen gewissen Hang dazu, sich vor anderen zu präsentieren oder möchten damit vielleicht etwas in sich selbst überwinden. Wie ist das bei dir gewesen? Ist das auch so ein kleiner Faktor, dass man sagt, ich möchte jetzt was machen, wo ich auf mich stolz sein kann? Oder ist das einfach eher so aus einer Laune heraus entstanden? So ein bisschen von beidem. Also ich würde schon sagen, dass es aus einer Laune raus entstanden ist. Das war eine relativ spontane Idee. Im Endeffekt mache ich es schon auch so ein bisschen, um dann irgendwann in 10 Jahren, wenn ich wahrscheinlich gar keine Haare mehr auf dem Kopf habe, mich dran zu erinnern, was ich da damals, also jetzt gerade gemacht habe, und dann einfach irgendwie rückblickend zu betrachten, wie sich das dann alles auch entwickelt hat. Das ist ein kompletter Entwicklungsprozess mit den Videos und allem. Weiß deine Familie, was du da so YouTube-technisch ein bisschen machst? Ja, aber sie nehmen es nicht wirklich ernst. Es sollen sie auch nicht, aber tun sie im Endeffekt auch nicht. Es war, als ich noch daheim gewohnt habe, wirklich so ein Fall von wegen, es wurde toleriert, aber es wurde sehr seltsam beäugt. Und du hast ja auch Brüder, sogar eine ganze Menge. Ja, 5. Also da hat man immer Trubel zu Hause. Bist du da der Jüngste? Nee, leider gar nicht. Also, was heißt leider, aber ich bin der Älteste. Das heißt, ich muss das tolle Beispiel sein, das allen zeigt, wie man im Leben klarkommt oder auch nicht. Und bist du das auch? Ich bin Furry und ich bin YouTuber. Das ist nicht so das Paradebeispiel dafür, wie man im Leben alles richtig macht. Vor allem, beziehungsweise richtig kann man so nicht sagen, aber es ist nicht das Bilderbuchbeispiel, wie es sich die Eltern wünschen würden für die kleineren Brüder. Ah, okay. Jetzt, wo du gesagt hast, dass du eher der Älteste bist, bist du denn schon ausgezogen? Ja, vor einem halben Jahr knapp. Okay, du lebst also alleine. Wie ist das so? Ziemliche Umstellung. Also ich kannte es von meiner Familie aus mit sehr viel Trubel. Es war immer sehr laut und sehr stressig. Und das ist jetzt erst, das war der Umsprung von ganz viel laut und ganz viel Stress zu, es ist gar nicht mehr laut. Und das war am Anfang doch eine ziemliche Umstellung zu wissen, ich habe jetzt mal meine Ruhe, wenn ich meine Ruhe auch haben will. Und auch das Problem, was gibt es heute zu essen? Das ist ja auch für viele dann immer ein ganz neues Problem. Ja, total. Also ich habe mich früher von meiner Mutter bekochen lassen. Ich war ziemlich faul und jetzt merke ich immer noch, ich habe mich die ersten 3 Monate wirklich von Instant-Nudeln ernährt, weil es einfach am schnellsten ging. Und ich, da wird man schnell fett und deswegen habe ich mir das auch abgewöhnt. Du kannst, das geht immer ganz schnell. Oder? Was, ob ich kochen kann? Ja. Nö. Also ich tue immer so. Also mein Essen sieht immer lecker aus, wenn ich was koche, aber es schmeckt dann interessant. Beste Umschreibung, also. Ja, mehr kann ich dazu fast nicht sagen. Ich probiere mal wieder Sachen aus, aber ob es dann essbar ist, ich habe halt null Erfahrung. Das heißt, ich starte von neuem und frage Google, wie man etwas zubereitet. Na gut, da kann man nicht viel falsch machen. Und wie sieht's denn so beziehungstechnisch aus? Schon jemanden mit den Kochkünsten erlegt?
Erlegt hoffentlich zum Glück noch nicht, aber beziehungstechnisch ja, seit einer knappen Woche bin ich selber auch wieder zum Glück endlich. Nee, also ich bin seit einer knappen Woche wieder vergeben. Und wer ist der Glückliche? Kodiak heißt er. Auf Facebook auch, genauso wie auf anderen. Nee, er ist gar nicht auf so viel Foren, aber ja, Kodiak heißt er. Beziehungsweise als für alle Non-Furries ist Joshua. Ach, so viel Liebe in der Luft. Ja. Wunderschön, rosarote Brille und so. Ist das denn tatsächlich so, dass man, wenn man jetzt eine ganze Weile allein gelebt hat und man auch einen gewissen Fame schon hat, du hast ja inzwischen auch einen Haufen Abonnenten, ich glaube irgendwas bei fast 500, dass man dann aufpassen muss, mit wem man sich in eine Beziehung einlässt, ob nicht vielleicht jemand davon nur Fanboy ist? Ja, also ich habe auch schon die eine oder andere Person gefunden, die mich nur angeschrieben hat wegen YouTube und vorher kein Interesse an mir hatte, mich überhaupt anzuschreiben. Ich denke schon, dass einige vielleicht mich auch gerade nur deswegen angeschrieben haben, aber Sorgen habe ich mir explizit nie gemacht, weil meine Videos werden noch zu kritisch beäugt, dass das alles total geil finden und deswegen habe ich da mir nie Gedanken machen müssen, dass mich Leute nur auf eine Beziehung oder sowas ansprechen, weil wegen YouTube. Wo wir gerade jetzt dabei sind, du bist ja Furry-YouTuber. Wie sieht das jetzt überhaupt mal mehr oder weniger mit deinem Leben als Furry aus? Was ist so deine Persona? Meine Persona ist ein Wolf mit, also ein brauner Wolf mit blauen Markings. Ich habe immer nett gesagt, der sieht aus wie ein Wolf, der so ein bisschen in einen blauen Farbtopf gefallen ist. Weil man kann die Markings, es ist halt überall ein bisschen was. Da ist was blau, da sind Streifen auf dem Rücken und Streifen im Gesicht und das hat sich, ich habe mich dann irgendwann mal ganz in Ruhe hingesetzt und habe mir dann die Sona so ein bisschen kreiert, wie ich sie wollte, sage ich mal. Und deine Sona hat sich auch entwickelt, nicht wahr? Also die war am Anfang anders. Ja, also am Anfang hatte ich, das Braun hat sich geändert vom Dunkel zum Hell und ich habe am Anfang auch deutlich weniger Blau gehabt. Also da habe ich dann noch ein bisschen, die Streifen auf dem Rücken hatte ich nicht seit Anfang an zum Beispiel und auch teilweise im Gesicht hat sich das geändert und ja, man wird erwachsen. Also ich würde behaupten, dass ich sowohl in der Persona als auch menschlich in den letzten 3-4 Jahren doch deutlich erwachsener geworden bin als vorher. Und warum hast du dir gerade den Wolf als Persona-Tier ausgewählt? Das liegt ganz klar, glaube ich, am Nachnamen. Also ich habe schon immer eine Bindung zu Wölfen gehabt und irgendwie hat sich das erst dadurch aufgebaut, dass ich mit Nachnamen tatsächlich auch Wolf heiße und da kam dann erstmals, damals noch über SchülerVZ, für alle, die es noch kennen, kam dann mal das Interesse auf, sich da hingehend umzuschauen. Unglaublich, wie viele Furries eigentlich auf SchülerVZ waren und sich da ihre Geistestiere und was auch immer. Der Sachsenhof hat ja eine ähnliche Geschichte auch erzählt. Sehr interessant. Ich scheine was verpasst zu haben. Ich war da nur auf StudiVZ, aber ja ziemlich das Gleiche. Die waren ja sogar irgendwie verbunden, glaube ich. Was ist da eigentlich draus geworden? Ich glaube, da gibt es nur noch 2 Leute drauf. Ist das nicht auch eingestampft worden? Das weiß ich nicht. Gute Frage. Na, liebe Leute, ihr seid jetzt im Live-Chat bei uns, dann nutzt die Gelegenheit, stellt Akeban eure Fragen, könnt ihr jederzeit reinposten und lasst uns euer Feedback da. Wie lange bist du denn jetzt eigentlich schon grundsätzlich so im Fandom aktiv, weißt du das? Ja, also richtig rein kam ich tatsächlich 2009, also ist doch schon eine ganze Weile her. Ich habe mir dann irgendwann Ende 2009 gedacht, ach, ich habe jetzt keinen Bock mehr irgendwie auf Furry und bin dann mal ein Jahr raus und kam dann, ja, so Anfang 2011 wieder und seitdem bin ich auch da geblieben. Da bist du ja ganz schön lange schon eigentlich dabei. Was heißt zwischendurch keine Lust mehr? Irgendwie, ich weiß nicht, also es gibt eine Entwicklung im Fandom, es war damals, waren auch so ein paar Leute dabei, die so ein bisschen eine Kleinkindereinstellung hatten, manche, gibt's jetzt manche immer noch, aber wirklich auch nur manche und da, ich weiß nicht, da habe ich mich nicht wohl gefühlt damals und irgendwie habe ich gesagt, ich muss mein Leben selber erstmal auf die Reihe kriegen, bevor ich mich da jetzt voll ins Furry-Fandom stürze. Und ich nutze jetzt mal die Gelegenheit und wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und dann geht's auch gleich wieder weiter. Viel Spaß. So, und da sind wir wieder hier bei Furry FM. Wir haben uns live, beziehungsweise wir haben uns ordentlich den Live-Chat durchgelesen und da sind einige Fragen aufgekommen. Zum Beispiel eine von Milky Way. Womit bist du mit deinem Herzen mehr dabei? Eher als bei YouTube oder bei deinem ganzen Fursuit-Kram?
Ich muss sagen, tatsächlich mehr bei, momentan mehr bei YouTube. Also ich mache Fursuiten und so immer noch sehr gerne und ich versuche das auch immer mit YouTube zu verbinden. Aber wenn ich jetzt spontan urteilen müsste, würde ich sagen, ich bin im Herzen momentan mehr bei YouTube dabei, weil ich einfach da mehr von mir zeigen kann, als nur durchs Fursuiten. Okay, Ralfi fragt, welche Musik hörst du am liebsten? Also es hat sich ziemlich geändert. Ich habe früher ziemlich viel Punk gehört, auch ziemlich viele alte Punkbands. Inzwischen ist es ein bisschen moderner geworden, Richtung Fall Out Boy zum Beispiel. Ich höre aber auch sehr, sehr gerne sehr viele Soundtracks von Filmen. Gerade von Fantasy-Filmen finde ich die Soundtracks ziemlich gut. Und eigentlich aber höre ich querbeet, solange man mir nicht mit Atemlos oder sowas kommt, ist alles gut. Okay, hatte das mit deiner Musik mehr oder weniger einen Grund, warum du damals mehr Punk gehört hast? Nö, also das hat ein bisschen was mit meiner Einstellung zu tun. Ich bin etwas rebellisch drauf. Ich bin auch sehr gerechtigkeitsversessen. Das heißt, wenn es Ungerechtigkeiten in meinem Umfeld gibt, dann bin ich ziemlich schnell der die rebellische Tour anschlägt. Ich denke, das hat sich da ein bisschen in der Musik wiedergespiegelt. Aber sowohl ich in meiner Art als auch von der Musik her bin ich erwachsener geworden auch. Das ist sehr schön. Wir kommen jetzt aber mal wieder auf das Thema zurück zu dir und zu deinem Fursuiting. Wie gab es da Reaktionen von deiner Familie oder Freunden, als du halt dich als Furry geoutet hast oder als du denen eben erzählt hast, dass es das gibt? Also Freunde fanden es eigentlich alle ganz lustig und ganz cool bislang. Von der Familie war es halt so, dass ich dachte mir schon, dass meine Mutter sehr konservativ in die Richtung ist und meine Brüder auch. Und ich wollte da eigentlich so ein bisschen überraschen. Das heißt, ich habe ein Furry-Event organisiert. Ich habe es meiner Mutter verkauft als Event mit Freunden, Campen und so. Und da habe ich meinen ersten Fursuit bekommen, den ich jetzt leider auch nicht mehr habe. Und da stand ich dann plötzlich vor der Haustür mit angezogenem Fursuit und habe gesagt, hi Mama, das bin ich. Und so habe ich meine Mutter damit überrascht. Und das Ergebnis war, dass meine Mutter gedacht hatte, wir sind eine Sekte, die einen fälligen Gott anbetet. Was? Ups. Ja, das ging ein bisschen in die Hose. Aber ich konnte sie irgendwann davon überzeugen und so. Und meine Mutter war am Anfang ziemlich krass. Auch vor allem, als einer meiner Brüder Interesse daran hat, mal Furry kennenzulernen. Er war halt 15, also voll Pubertät und so. Oh. Und ich wollte es ihm halt mal zeigen. Und meine Mutter hat gedacht, ich würde ihn entführen. Also ich musste meiner Mutter erstmal wirklich klar machen, dass das alles nicht so Schlimmes ist. Und heute ist sie dann nicht mehr so panisch, wenn du dann doch mal im Fellanzug auftauchst? Tue ich ja nicht mehr bei ihr, aber meine Mutter ist da nicht panisch. Die sagt dann nur, als ich noch bei meiner Familie gewohnt hat, ja, geh du mal zu deinen Kuscheltieren, das passt schon. Und von deinen Brüdern, gibt es irgendjemanden, der dir nacheifert? Der Kleinste, ja. Der hat immer, wenn ich den Fursuit, entweder wenn ich gebaut habe oder wenn ich den mal rausgeholt habe, weil der Kleinste war damals 3, der ist halt sofort hochgerannt und wollte Kopf anziehen und Vorderpfoten und so und der hat das übergefeiert, auch wenn ich den Fursuit mal anhatte aus irgendwelchen anderen Gründen. Und der hat das wirklich, ja, fand es ziemlich cool. Der 15-Jährige, das war halt so eine Phase für ihn und der Rest findet es peinlich. Oh, schade eigentlich, gerade bei so vielen Brüdern, aber es ist halt nicht was für jeden. Nee, leider nicht. Wir haben gleich noch ein paar Fragen aus dem Live-Chat für dich, und zwar möchte Speedy Cheetah gerne wissen, was für ein Sternzeichen du eigentlich bist. Ich bin Fisch. Das passt ja super zum blauen Wolf. Irgendwie, ja, die Farbe passt. Ich Hummer geschätzt. Die Farbe passt übrigens, also von dem her, ja. Immerhin, ja. Die Frage von Boardmaker, existiert Oshimura noch, was auch immer das bedeutet? Oh, Oshimura ist ein sehr, sehr schöner Insider von der CastleCon, ich glaube von der vorletzten. Da kann ich nur zu erzählen, es war an einem Abend, ich war angetrunken und die anderen irgendwie auch und mir war kalt und ich hatte so eine Fließdecke aus dem Kick für 2 Euro, diese man so nachgeschmissen kriegt und hatte die in schwarz und hab sie mir umgelegt und hab sie mir so ein bisschen türkischer Turban mäßig gemacht und da war ich Oshimura, die Zukunft sagt für 5 Euro die Minute. Und das hat sich dann eingebürgert und da war ich auf der ganzen CastleCon nur noch Oshimura, wenn ich mit dieser schwarzen Decke rumgerannt bin. Kannst du das mal imitieren? Oh Gott, ich glaube, ich krieg das noch irgendwie hin. Ich habe es dann angezogen und habe dann gesagt, ich bin Oshimura, ich dir sagen Hilfe mit Macht von Allah für 5,99 € die Minute. Wenn du haben Fragen, ich dir helfen, wenn ich kann. Irgendwie so war das dann und das hat sich eingebürgert und
Ja, das haben irgendwie, ich glaube, alle haben Oshmura gefeiert und ich hatte sogar eine kleine Schwester, das war Oshmira, das war meine gute Schwester mit der weißen Decke. Oh mein Gott. Das sind Furries, wenn Alkohol fließt. Da schreibt Was auch gerade eigentlich immer der jemand, Fall ist. das ist Astro TV in Real Life. Irgendwie gefühlt ja, aber ich hätte mich dann sehr stark dran bereichert bei 5,99 die Minute. Das stimmt. Aber dafür kann ich mit Allahs Hilfe etwas voraussagen. Wer weiß, was da rauskommt. Hilfreich ist es bestimmt. Apropos hilfreich, du hast ja auch so noch ein paar andere Skills, nicht nur in der Richtung YouTube und Videos drehen. Du baust ja auch Fursuits und du hast garantiert auch noch andere Hobbys. Erzähl uns doch mal davon. Ja, Fursuitbau ist ein ziemlich langes Hobby, was ich schon mache, womit ich auch aufhören werde. Da hatte ich auch ein Video zu gemacht, weiß nicht, wer es gesehen hat. Auf jeden Fall, das war wirklich ein sehr ausführliches Hobby, sehr zeitfressend. Davon gehe ich jetzt so ein bisschen weg. Was ich halt auch noch als Hobby habe, was manchmal in den Videos ein bisschen durchgeklungen hat, ist, dass ich ganz gerne singe. Das habe ich früher total gern gemacht. Inzwischen weniger, wobei auch immer noch ein bisschen. Und ansonsten das obligatorische oder übliche, Freunde treffen, mal was essen gehen, ins Kino gehen, gelegentlich auch Stammtische, ja, so das Übliche, sage ich jetzt mal. Passt hier vielleicht gerade ganz gut. Milky Way fragt, gab es denn etwas, was du schon immer mal machen wolltest? Ja, ich wollte schon immer mal mit diesen, ach, wie heißen die so, diese Se Gleitsegel fliegen, so machen, das von, wo man so eine Paragliding. Paragliding, genau, danke. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren, aber ich habe noch nicht die Person gefunden, mit der ich das ausprobieren kann und ich glaube, ich habe da noch nicht den Mut, das auszuprobieren, weil da doch, ich denke mal, Überwindung dazu gehört und irgendwann muss das aber echt mal sein. Da gibt es ja ganz viele Furries, die behaupten, im Suit sind sie mutiger und sie probieren ja da auch solche Sachen lieber im Suit aus und so. Was meinst du, würdest du das im Suit machen? Nee, also im Suit bin ich entgegen aller oder fast aller Furries bin ich total schüchtern. Ich traue mich im Suit gefühlt gar nichts. Ich traue mich nicht mal irgendwie alte Leute zu umarmen, weil ich Angst habe, die braten mir mit ihrer Handtasche eins über. Gibt es da in der Richtung vielleicht schon Erfahrungen oder ist das einfach so eine grundsätzliche Einstellung? Nee, Erfahrung gibt's so direkt nicht, aber es ist halt, ich wohne halt in der Nähe von Freiburg und da sind die Leute, gerade die alten Menschen sind sehr konservativ. Die Jungen gar nicht, die Jungen reagieren da cool drauf, aber die Alten sind halt doch sehr, sehr, sehr konservativ und die wollen das nicht sehen und die reagieren da sehr mürrisch. Und ich werde immer mal wieder auf so Suitwalks gefragt, warum ich das überhaupt mache und wie albern das doch ist. Und da ist dann die Reaktion etwas unschön. Was war Das denn da passt mal jetzt ehrlich deine... gesagt zu einer Frage aus dem Live-Chat. Kein Hawkins fragt dich, wie du das Problem löst mit diesem YouTube und Furry, mit dem ganzen Hasszeug, weil auf Facebook und auch auf YouTube gibt es halt einige Hater, weiß man ja. Gibt es da irgendwas, was du sagen könntest dazu? Ich versuche so ein bisschen dagegen zu steuern mit meinen Videos. Also ich mache natürlich, also Furry ist ja eins der Hauptthemen meiner Videos und ich versuche natürlich aufzuklären in vielen Punkten. Ich habe ja ziemlich früh angefangen, was gut am Furry-Fandom ist und Begriffe und was auch immer. Und ich versuche da dem Hass so ein bisschen gegenzusteuern, weil ich finde diesen sinnlosen Hate, egal in welchem Bereich, ist einfach, muss nicht sein. Und ich weiß nicht, ich hoffe einfach so ein bisschen, dass ich mit den Videos, die ich mache und mit der Art, wie ich halt rausgehe und auf die Leute zugehe, so ein bisschen dieses Denken so ein bisschen reduzieren kann. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Hast du denn da schon einschlägige Erfahrungen gemacht, jetzt speziell in Bezug auf Live-Acting im Fursuit, beziehungsweise auch auf Stammtischen etc.? Na gut, auf Stammtischen wird es wahrscheinlich nicht so weit verbreitet sein. Jetzt hast du in der eigenen Familie natürlich auch schon Ablehnung mal erfahren. Ist das denn eigentlich so ein grundlegendes Problem, weswegen du sagst, ich muss mich da mal ein bisschen nach außen hin an die Leute wenden, eben durch deine Videos, oder ist das generell geteilt, dass du sagst, du möchtest von den Menschen selbst so wahrgenommen werden, wie du bist? Es geht nicht nur um Message Transporting. Viele machen ja wirklich ihre Videos eben nur aus dem Grund, dass sie sich selbst verwirklichen wollen. Also bei mir ist das
einerseits, es wurde mir auch schon ein paar Mal so gesagt, Message rüberbringen, ja, vor allem auch informieren, aber halt dabei ich selbst sein, dabei auch vielleicht ein bisschen lustig, vielleicht ein bisschen chaotisch und tollpatschig, wie ich es eigentlich auch bin, sein, aber grundsätzlich doch für die Öffentlichkeit halt natürlich die Message rüberbringen, weil mir, ich merke es halt immer noch, dass viele Furry immer noch aus der tollen CSI-Folge kennen, die sehr berüchtigt ist, oder von der ein oder anderen Reportage, wie zum Beispiel der schönen Reportage auf Sat.1, da will ich halt öffentlich gegensteuern. Und da denke ich halt, dass Facebook und YouTube die besten Portale sind, um öffentlich gegenzusteuern. Sehe ich eigentlich auch so. Das sind ja die, die nun mal am meisten, gerade auch im Furry-Fandom, um sich greifen. Das ist das, was jeden erreichen sollte. Ja, ich konnte damit sogar schon ein kleines bisschen was bewirken. Es gab mal von Top 10 ein Video, was irgendwie ging es um Fetische, und da hat er auch was über Furry gesagt. Und das fanden viele nicht so toll. Ich bin dann auch angesprochen worden nach dem Prinzip, mach da mal was gegen oder sag da mal was dagegen. Ich habe dann so quasi so eine Art, ich nenne es mal Anti-Video gemacht, wo ich dann gesagt habe, das und das stimmt nicht aus diesem und jenem Grund. Und da hat auch Top 10 sich schriftlich dazu geäußert in meinem Video. Oh, was gab das denn für eine Reaktion? Ja, es täte ihm sehr leid. Er hätte da Missübersetzungen vorgenommen, wo es heißt, viele würden es mit Sex, mit Tieren treiben, und er hätte gemeint, es wären nur einige. Wobei ich diese Abschwächung auch schon etwas krass finde. Aber er war korrekt genug, Stellung zu beziehen, und das fand ich schon eine gute Geste. Dann ist das ja schon sozusagen ein kleiner, großer Erfolg. Ja, doch. Soweit ich das weiß, gibt's da auch noch von Top 10 auf Amerika, beziehungsweise auf englischer Ebene gibt's da irgendwas. Der kupfert sich das, glaube ich, nur darüber ab und übersetzt das halt. Also wahrscheinlich hat er es nicht immer selbst geschrieben und ist nur der, der es halt in Deutsch vorträgt. Also Leute, gebt mal im Live-Chat eure Meinung dazu ab, zu diesem Thema. Lass uns darüber diskutieren. Jetzt machen wir aber erstmal Musik, und dann sind wir auch gleich wieder für euch da. Hallo, willkommen zurück. Ich dachte, ich löse die anderen dreimal kurz ab in der Anmoderation, und Akeban hier. Ja, ich würde aber tatsächlich schnell mal wieder an die anderen abgeben. Ah, bist du schüchtern? Das sieht nur so aus. Na gut, dann müssen wir ihm das selbst wieder in die Hand nehmen. Schade eigentlich, wir dachten eigentlich, du schmeißt das jetzt hier alleine. Morgen. Achso, na dann ist ja in Ordnung. Kommen wir mal zurück zu einem deiner größten Hobbys, und zwar dem Fursuit-Bau. Das ist ja nicht nur ein Hobby für dich, du hast ja zuerst deine eigenen Fursuits gebaut. Wie viele Fursuits hast du jetzt insgesamt? Gebaut habe ich insgesamt 6 Stück, besitzen, also für mich selbst gebaut 3. Und würdest du sagen, die kann man eigentlich auch mal wieder loswerden, oder sind das so Familienstücke inzwischen geworden, so Teil der Familie sozusagen? Ich weiß nicht, es ist halt meine eigene Sona. Wenn es jetzt nicht meine Sona wäre, würde ich sagen, es kann man verkaufen. Aber wenn es mein eigenes ist, dann ist es das Gefühl, als würde ich meine Seele verkaufen. Und das ist dann doch etwas, was ich nicht machen möchte. Und das leichte Verändern von Fursuits etc., du hast ja nun mal die Möglichkeit, auch da selbst nochmal Hand anzulegen, aber ich denke, das wäre dann schon ein ziemlich böser Schnitt in sehr viele gute Erinnerungen, oder? Ja, auch. Also ich behalte sie mir sowieso als Erinnerung auf, und ich weiß nicht, wenn ich den Kopf zum Beispiel, also die Markings vom Kopf verändern wollen würde, dann müsste ich meinem kompletten Fursuit-Kopf erstmal das Fell abziehen. Das wäre ziemlich, es fühlt sich traurig an. Das glaube ich gern. Und was machst du mit deinen Fursuits dann jetzt? Trägst du sie eigentlich auch noch ab und zu mal abwechselnd? Leider gar nicht mehr. Also ich bin jetzt inzwischen mehr auf meinem allerneuesten, oder was ist allerneuesten? Er ist auch schon 1,5 Jahre alt. Aber auf dem letzten Fursuit bin ich da hauptsächlich dabei. Und die anderen, was ich teilweise noch mache oder gemacht habe, ist, ich leihe die Leuten aus, die Fursuit mal ausprobieren wollen. Aber ansonsten stehen die auf, zumindest die Köpfe stehen auf meinem Schrank dekorativ da. Wo wir gerade von deinen Fursuiting reden, gehst du mit deinen Fursuits auch auf Conventions? Ja, also gerade Euroferns oder sämtliche Dances, da nehme ich den Suit, also zumindest als Partial, immer mit. Auf sowas wie Stammtische dann schon nicht mehr. Aber generell mit dem Fursuit wohin gehen, klar, warum nicht? Und wo warst du eigentlich schon überall? Jetzt nicht nur Conventions mäßig gesehen, sondern halt auch jetzt mal an Orten auf dieser Welt. An Orten auf dieser Welt im Furry-Sinne oder im unfurrigen Sinne?
Jetzt wirklich als Fursuiter zum Beispiel in der Innenstadt oder so. Ach so, ja, als Fursuiter, ich war schon in Tschechien, Fursuiten, aber da wäre es wirklich so eine kleine House-Convention, sage ich mal. In der Schweiz wollte ich mal suiten, habe ich nie, habe aber den Suit immer mal wieder dabei gehabt, weil die Schweiz ist von mir nicht weit weg. Ansonsten mit dem Fursuit bin ich nie aus Deutschland sonst groß rausgekommen. Also ich war zwar schon in verschiedenen Orten Deutschland, auch Sachsen und Berlin, Your Ferns, ganz oft auch Köln und Nürnberg halt, aber ansonsten bin ich nie wirklich mit dem Fursuit groß rumgekommen. Okay, und siehst du deine Fursuits auch auf irgendwelchen Conventions mal selber? Ich meine, du hast ja jetzt ein paar gebaut. Kriegst du auch die Leute an? Jein, also ich habe jetzt drei gebaut und leider ist das mit den Commissionern mit zwei von drei sehr unglücklich gelaufen, weswegen diese Suits nicht mehr in der Öffentlichkeit auftauchen. Mit anderen zwei, die ich gebaut hatte, der eine rennt damit noch rum, der hat an dem Suit allerdings selber ein bisschen rumgebastelt, deswegen weiß ich nicht, inwieweit ich das noch als den Suit, den ich gebaut habe, definieren kann. Und der andere, der ist, nachdem er den Suit bekommen hat, von der Bildfläche verschwunden. Deswegen habe ich keine Ahnung, ob der noch damit auftaucht oder nicht. Schade drum eigentlich. Wie ist das denn generell so mit Haustieren bei dir? Du hast ja bestimmt, jetzt wo du alleine lebst, hast du bestimmt auch Platz und Zeit für Haustiere. Wie sieht das aus? Also Zeit gar nicht. Also seitdem ich alleine lebe, ist Zeit, Zeit kenne ich nicht. Was ist das? Aber als ich daheim bei meiner Familie gewohnt habe, da hatten wir vier Katzen. Und die sind leider in verschiedene Zeitabständen überfahren worden. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Ihr lebt aber nicht an der Schnellstraße, oder? Nee, gar nicht. Also wir leben eigentlich in einem kleinen Dorf. Und da sind die Katzen halt schnelle Autos gar nicht gewöhnt. Ich denke, wenn sie es gewohnt sind, dann kommen sie damit besser klar. Aber wenn du in einem kleinen Dorf bist, wo die Autos nie schnell fahren, dann ist die Katze nicht dran gewohnt, dass die Autos mal schnell fahren. Und wenn dann tatsächlich irgendwann doch mal schnell gefahren wird, dann sind sie sehr schnell unter den Reifen. Und die Erfahrung halt viermal zu machen, hat meine Mutter und auch uns dazu bewegt, uns keine Katze mehr zuzulegen, weil es einfach eine zu traumatische Erfahrung auch für uns war. Das heißt, jetzt hast du keine Tiere mehr? Nee, also ich hätte sehr, sehr gerne mal einen Hund, aber ich habe alleine gar nicht die Zeit, mich drum zu kümmern, auch wegen Arbeit schon. Und ich hätte den Platz, würde ich sagen, von Hund auch nicht. Und Katze wäre mir vermutlich doch irgendwo ein bisschen zu, ich weiß nicht, ich hätte in meiner Wohnung, glaube ich, auch nicht die Möglichkeiten, mich wirklich um eine Katze auch zu kümmern. Dazu müsste ich, glaube ich, wirklich ausziehen und mir auch mehr Zeit nehmen. Und Kleintiere sind nicht so dein Ding? So Nager? Nö, also ich finde Hamster oder Hasen und sowas finde ich knuffig anzuschauen, aber für mich würde das als Haustier jetzt nicht ins Frage kommen, nicht in Frage kommen. Das ist eigentlich schade. Gerade unter den Furries gibt es ja, wie man so mitbekommt, sehr viele, die sehr tierverbunden sind und die haben dann auch immer ganz viele Tiere. Und es wundert mich jetzt eigentlich, dass du da in der Hinsicht noch gar keins hast, aber dafür hast du ja jetzt eine Beziehung. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ersetzt mein Partner mit den Hund. Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Der hört bestimmt auch gerade mit und beschwert sich. Der beschwert sich Nö. so heimlich in seinem Zimmer, so. Ah, was? Das ist dann der Moment, wo er im Bett liegt und sagt, streichel mich, fütter mich. Oh Mann! Bürste mir mein Fell. Ja, genau. Und bring mir Essen ans Bett und mach den Fernseher für mich an. Nein, so ist mein Freund natürlich nicht drauf. Wir haben übrigens eine Zuschauerfrage. Und zwar, Akiban, wo warst du denn in Tschechien, Süden? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man die Orte in Tschechien ausspricht. Das war irgendwo in der Nähe von Pilsen. Das war bei Taiko und Exi. Die haben bei sich irgendwo eine Convention gemacht. Da wir uns in Tschechien erstmal verfahren haben, damals Ataro und ich, als wir hingefahren sind, habe ich keine Ahnung, wo wir waren. Also wir waren irgendwo mitten in Tschechien. Und aber wir haben es gefunden. Aber ich glaube, das war irgendwo, ich glaube, 70, 80 Kilometer von Pilsen weg. Pilsen wie das Pilsbier? Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich von da. Das Witzige ist, Pilsen schreibt man irgendwie Pelzen oder so. Also ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Und da Hier kommt kommt direkt die gleich. nächste Genau. Frage. Und zwar, wie viele Plüschis hast du, also Plüschtiere und was für welche? Okay, das muss ich mich mal kurz umgucken. Ich habe drei auf, nee, vier auf dem Schrank, einen im Bett.
Meine First zählen, glaube ich, nicht als Plüschis. Und ich glaube, ich habe 3 oder 4 noch in einem Umzugskarton drin. Die habe ich, da sind es überwiegend diese kleinen Steif-Huskies, überwiegend. Und ein so, der im Bett liegt, ist so ein Wolf, der, glaube ich, so ein fast einen Meter groß ist. Diese großen Kuschel-Plüsch-Flausch-Wölfe. Das ist bei Furries doch irgendwie total der Trend. Ich frage mich bis heute, warum, warum? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich jetzt nicht der Überplüschi-Fan. Das heißt, ich habe mir alle Plüschis, die ich besitze, sind mir geschenkt worden. Ach, da kann man sich doch gar nicht alleine fühlen. Nee, das nicht. Aber ich weiß nicht, mir hat jemand mal geraten, wenn es dir, so nach dem Prinzip, wenn es dir schlecht geht, kuschel doch mal ein bisschen mehr mit deinen Plüschis. Ich kuschel mit denen eigentlich nie. Gefühlt nie. Und die jetzt zuhören, die sind jetzt wieder böse auf dich. Ich hoffe doch nicht. Jetzt ist es ja so, dass du mit deinen 3 Suits schon quasi eine ganze Menge, also insgesamt mit den 6 Suits, die du gebaut hast, eine ganze Menge Erfahrung hast im Suitbau an sich. Hattest du da Vorbilder oder hat dich jemand inspiriert dazu? Hat dir gegebenenfalls vielleicht sogar jemand geholfen? Vorbilder habe ich immer noch, also ich orientiere mich schon auch natürlich an größeren Fursuits wie oder auch Studios wie Made for You und sowas. Ich orientiere mich da schon an der Optik und auch an der Qualität. Wie ich drauf gekommen bin, war die Tatsache, dass ich mir selber einen Fursuit bauen lassen wollte, der allererste, den ich jetzt nicht mehr habe. Der ist damals vom Polaris gebaut worden und ich wollte einfach mithelfen und deswegen habe ich gesagt, okay, ich komme mal vorbei, weil sie wohnt nicht so weit weg von mir und dann haben wir zusammen den Fursuit fertig gebaut und ich habe dann gedacht, okay, es war ein Partial, ich habe den dann komplett fertig gebaut und habe dann gesagt, oh, ich finde das eigentlich ganz interessant, ganz lustig und ich bin dabei geblieben und habe mir das dann, den Rest habe ich mir selber beigebracht ohne Tutorials oder so. Du hast es ja aber etliches selbst angeeignet, muss man schon sagen. Und es gibt ja nun auch verschiedene Arten zuzubauen. Das geht ja von den Resin-Bases bis hin zu den einfachen Umgang mit Schaumstoff. Aus was baust du denn eigentlich? Meine ersten habe ich mit diesem Laubgitter, mit diesem Mesh gemacht. Heißt im Endeffekt nur, dass ich da dieses Regenrinnengitter als Basis benutzt habe und das beschaumstofft habe. Das hat Vor- und Nachteile und nachdem ich mehr Übung hatte, habe ich gesagt, ich nehme jetzt nur noch Mesh, also diese Sturmhauben für Motorräder und modelliere damit Schaumstoff direkt drauf. Und das ist das auch, womit ich dann beigeblieben bin. Ist am leichtesten, passt sich am besten an die Kopfform an, die Köpfe werden nicht überdimensioniert groß und war am besten, fand ich dann im Endeffekt für mich auch am besten. So, Akeban, was fasziniert dich eigentlich so am Suitbau? Was baust du am liebsten? Also am liebsten entgegen der meisten Fursuit-Bauer wahrscheinlich baue ich Tails, weil ich finde, Tails sind unkompliziert. Bei Köpfen kann man sehr, sehr viel falsch machen, man kann sich in der Zeit verzetteln, Köpfe dauern sehr lange und bei Köpfen kann es oft passieren, dass man so macht, dass der Commissioner damit nicht zufrieden ist. Bei den Tails ist das sehr unkompliziert, es geht schnell, das kann man auch mal so eben nebenbei machen. Ein Tail kann man mal so einschieben, wobei man die Aussage, glaube ich, falsch... Oh! Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Aber da habe ich am meisten Spaß beim Bau von Fursuit Tails. Das habe ich auch am öftesten schon gemacht. Und hast du da auch verschiedene Arten vom Bauen ausprobiert? Es gibt ja da auch von dem einfachen Befüllen mit Füllwatte bis hin zu irgendwelchen Matten zurechtschneiden. Ich befülle sie alle mit normal Füllwatte, aber ich habe mir da überlegt, dass ich da an der Form so ein bisschen bastel. Die meisten, das fand ich damals blöd, die meisten Tails hängen einfach nur runter und das war's. Und ich habe mir Gedanken über die Form gemacht, in Form von diese leichte S-Form. Das habe ich bisher bei Tails fast nie gesehen oder eigentlich vorher gar nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich probiere das aus, weil die sich optisch schöner an den Körper anlegen und da dann halt so ein bisschen rumprobiert. Also ich bin jemand, der auch bei Fursuit-Köpfen, ich habe ewig an dem Design von den Augen gesessen, weswegen ich irgendwann auch ein Tutorial dazu gemacht habe, weil ich da sehr perfektionistisch angehaucht bin. Und jetzt machen wir erstmal eine Musikpause und zwar mit John Bellion, All Time Low und Take On Me. Viel Spaß. Liebe Leute, da sind wir jetzt wieder zurück bei Furry FM. Leider haben meine Moderatoren mich nicht gehört, weil mein Mikrofon gemutet war. Tut mir leid. Aber ich übergebe jetzt gleich mal wieder an die Claudi. Da
Das ist aber schön, ich habe lange nicht mehr geredet. Und wir waren beim Fürstbau stehen geblieben. Und zwar haben ja viele Leute auch den Wunsch, einen Fürst zu bauen. Und meistens mangelt es nur an einer einzigen Sache, und das ist, wo kriege ich denn hier die guten Materialien her? Wie sieht das für dich aus? War das schwer, die ganzen Materialien, in erster Linie natürlich das Fell, zu beschaffen? Beim ersten Mal würde ich sagen, ja. Fell wusste ich, da kriegt man über amerikanische Seiten relativ gut Fell. Inzwischen habe ich auch eine polnische Seite gefunden, wo man gutes Fell relativ günstig bekommt. Das ist so das Hauptding. Ich würde sagen, den Rest kriegt man überwiegend tatsächlich in Baumärkten. Also kann man auch in Hobi und Hornbach und sonst wo gehen und kriegt da relativ schnell auch die Dinge, die man braucht. Kabelbinder, Heißkleber, Textilkleber, Moosgummi, Vlies, das kriegt man alles in der Regel im Baumarkt. Und auch Schaumstoff. Und da ist man, ich würde sagen, wenn man das Fell hat, rennt man einmal in den Baumarkt, holt sich das ganze Zeug und dann ist man relativ gut versorgt, auch mit Nadel und Faden und allem. Ah, okay. Und gerade so teurere Sachen wie gerade jetzt bei verschiedenen Sachen wie Füßen und so weiter, manche verbauen ja richtig Schuhe. Wie ist das da bei dir gewesen? Hast du auch Schuhe verbaut? Ja, also das Problem bei Hinterpfoten ist, die müssen outdoorfähig sein oder sollten outdoorfähig sein. Und ab dem Moment sollte man eigentlich auf Schuhbasis bauen, weil du kriegst es nur mit Schaumstoff nie stabil genug hin, dass du damit auch outdoor laufen kannst. Weil Schaumstoff nutzt sich ab, Schaumstoff wird dreckig, Schaumstoff kann abbrechen. Und Schaumstoff ist einfach, bietet nicht die Stabilität wie ein Schuh. Und deswegen verlange ich, oder was heißt verlangen, aber ich setze auch voraus bei Commissionern, dass die mir einfach ein paar Schuhe zuschicken, die ihnen passen. Und da modelliere ich dann einfach drauf. Und das machen auch die meisten Fursuit-Bauer mit Schuhen. Kamen da auch dann mal so ganz stinkige alte Schuhe an? Dafür habe ich Schuhspray. Nee, da kam stinkend noch nicht. Gebraucht kamen sie immer. Die Leute, die es mir schicken, die achten dann selber darauf, dass das nicht so schlimm stinkt. Notfalls gehe ich halt mit Deo dran. das geht dann irgendwie. Hast du denn vielleicht noch Tipps für andere, die einen Suit bauen wollen? Oder kannst du denen etwas empfehlen? Nach so 6 Suits muss man da ein bisschen Erfahrung haben. Ja, also was ich jedem empfehlen würde, ist, probiert's einfach aus. Ich habe Leute gesehen, die hängen sich so lange an der Theorie auf oder an der Möglichkeit, wie könnte ich das machen, dass sie nie anfangen. Und auch wenn man Fell am Anfang ein bisschen opfert, probiert einfach mal aus. Und vor allem, es gibt inzwischen viele Tutorials auf YouTube, auch auf hauptsächlich zwar auf Englisch, aber auch ein paar schon auf Deutsch. Und da kann man sich dann so ein bisschen inspirieren lassen. Und das Wichtigste ist einfach, hängt euch nicht an der Theorie auf, sondern probiert es in der Praxis einfach aus. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht, aber da lernt man dann immer noch was draus. Also ist dort Angst fehl am Platz? Ja, also man sollte einfach neugierig und experimentierfreudig sein beim Fursuit-Bau. Wenn man sich nicht traut, mal was Neues zu probieren, dann finde ich, dann ist man so ein bisschen falsch aufgehoben im Fursuit-Bau, wenn man Angst hat, was Neues auszuprobieren. Soweit ich weiß, hast du damit aber jetzt aufgehört. Gab es da irgendwelche Gründe dafür? Ich meine, du hast zwar schon ein YouTube-Video darüber gemacht, aber hast du da vielleicht was nicht genannt oder ist dir was Neues dazu eingefallen? Genannt habe ich da alles, aber gerade für die es nicht gesehen haben, es ging darum, ich habe ja schon mehrere Suits für Leute gebaut und die Resonanz war manchmal negativ. Also der erste, dem ich was gebaut habe, ich nenne jetzt auch keine Namen, dem habe ich das gebaut, da habe ich Pay What You Want gemacht, der hat dann gesagt, ach ja, für den Teilsuit, den du mir gebaut hast, entgelte ich dir das mit 50 €, wo ich gedacht habe, aua, das ist doch schon hart zu wenig, auch wenn es nur ein Partsuit ist. Und der zweite, dem ist der Suit ein Tick zu klein geworden. Ich habe ihm die ganze Zeit angeboten, gib ihn mir zurück, ich baue ihn dir gratis größer. Nee, nee, ist alles okay, war die Antwort. Und im Endeffekt hat er den Suit behalten, versucht meinen Ruf zu zerstören auf Furbase und hat den Suit jetzt inzwischen verkauft. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, warum mache ich das eigentlich, wenn es mir eh nicht gedankt wird. Der dritte, dem ich es gemacht habe, dem ich den Fursuit gebaut habe, der hat den Fursuit umgebastelt und jetzt finde ich, sieht er schlimmer aus und da habe ich das Gefühl, die Arbeit wird überhaupt nicht wertgeschätzt. Gar nicht, leider. Und jetzt hast du ja auch deinen YouTube-Kanal so ein bisschen auch als das Sprachrohr benutzt, um eben mal solche Sachen loszuwerden. Aber in erster Linie ist es auch ein bisschen Aufklärungsarbeit, die du damit betreibst. Und wie bist du denn generell so darauf gekommen, mal einen YouTube-Kanal aufzumachen? Also es ist daraus resultiert, dass ich für das Freiburger Theater mal so eine
so eine Sprechrolle hatte, wo ich so ein bisschen per Audio-Interview, also quasi wie das hier jetzt, ein bisschen über Furry aufgeklärt habe. Das war sehr harmlos eigentlich und da habe ich auch nicht zu viel gesagt. Und die haben mir dann im Endeffekt gesagt, ich hätte eine ganz angenehme Erzählstimme, das heißt, ich könnte ganz gut reden. Und da habe ich dann gesagt, okay, das ist so ein Ansporn. Und nachdem ich halt festgestellt habe, dass einige YouTuber die Themen gemacht haben, die ich auch gerne machen würde, deutlich nachgelassen haben, da kann ich jetzt auch sagen, ich fand zum Beispiel, dass Alblali ein bisschen nachgelassen hat von dem im Vergleich zu 2012, 13, 14. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich kann es vielleicht nicht besser machen oder nicht auf Anhieb besser machen, aber ich möchte auch Leute zum Lachen bringen mit meinen Videos. Und da ich selber ja so ein bisschen der Mensch bin, der durch meine Tollpatschigkeit Leute zum Lachen bringt, habe ich gedacht, warum nicht das in einem größeren Format machen, als einfach nur privat, wenn man mich so trifft. Willst du mit deinen YouTube-Videos auch eine gewisse Altersgruppe jetzt ansprechen? Nö, eigentlich nicht. Meine Videos sind theoretisch für jeden eigentlich da. Also ich bin froh über jeden, der es guckt. Ich denke, angesprochen fühlt sich natürlich, also ich denke überwiegend schon die Generation, die sich altersmäßig um mich rumbewegt. Das heißt, ich sag jetzt mal so 18 bis 30 in dem weit gefassten Rahmen. Das denke ich so die Hauptleute, die das gucken. Allerdings gibt es natürlich auch Ausschläge nach oben oder unten, aber ich setze mich da, was Altersgruppen angeht, nicht fest. Und kannst du das in etwa einschätzen, was nun aktuell auch wirklich die meisten Zuschauer so für ein Alter haben? Ja, also man kann über YouTube kann man sich die Videos analysieren lassen hinsichtlich Zuschauerzahlen, Zuschauer, du kannst sogar das Geschlecht raussuchen, wie viele Prozent männlich oder weiblich sind und aus welchen Ländern sie sind und aus welchen Ländern du wie bewertet wirst. Und da kann man dann auch sehen, welche Altersgruppe bei mir oder bei anderen YouTubern hauptsächlich vertreten sind. Bei mir ist es zum Beispiel überwiegend die Generation um die 18 bis 25 ist so die Hauptzuschauerschaft mit 40%. Und bist du darüber ein bisschen überrascht? Weil eigentlich ist das Thema Furry ja grundsätzlich eher aufzugreifen bei so Jüngeren. Also das heißt, alles wo Furry dran steht, da gehen gerade die Jüngeren 16 bis, sagen wir mal, 20 noch, springen wirklich auf das Thema an. Du hast ja auch viele verschiedene Videos auch schon gemacht. Und immer wenn quasi in Fursuit schon auf dem Bild zu sehen ist, hat man doch schon das Gefühl, das gibt mehr Klicks, oder? Gefühlt ja, und in der Praxis sieht das leider ist vielleicht das falsche Wort, aber in der Praxis sieht das auch genauso aus, dass man, wenn man einen Fursuit auf dem Bild hat, dann einfach auch mehr Klicks generiert. Ich habe es in den Kommentaren oft mitgekriegt, dass ich immer wieder Zuschauer habe, die noch minderjährig sind, und da muss man dann natürlich bei dem ein oder anderen Thema sollte man dann natürlich auch vorsichtiger sein. Ich habe jetzt im Nachhinein geschaut und minderjährig sind vielleicht nicht mal 5% oder gerade so 5% meiner Zuschauer, und die stechen halt am meisten raus optisch, weil die am ehesten die Videos kommentieren und die ältere Generation seltener kommentiert als jetzt die jüngeren. Deswegen hat es mich doch ein bisschen überrascht, dass die Quote an Minderjährigen doch nur bei knapp 5% liegt. Bereust du denn irgendein Video, das du jemals gemacht hast? Ja, das erste Arkebla-Video. Das kam so schlecht an, dass ich die Like-Funktion deaktiviert habe, weil es wirklich echt übel war. Das ist aber auch so der Moment gewesen, das ist das allererste Video, wo man mich wirklich auch richtig sieht vor der Kamera. Und das war dann wirklich so nach dem Prinzip, hallo, ich bin Arkeban, ich präsentiere euch jetzt Arkebla und da werde ich über Dinge reden. Ich werde dabei keine Miene verziehen und möglichst langweilig reden, damit es euch auf jeden Fall keinen Spaß macht. Vom Inhalt, also gefühlt war das so und gefühlt kam das aber den Leuten auch rüber. Und deswegen, das bereue ich irgendwie schon, aber da muss ich auch sagen, okay, es war der Anfang, Zeiten ändern sich. Gibt's da auch ein paar sehr witzige Anekdoten, die dir beim Videodreh selbst schon passiert sind? Ja, also gerade bei den ersten Videos, ich hatte damals noch keinen Camcorder, das heißt, ich habe mit meinem Handy gedreht und ich musste das irgendwo hinstellen und ich habe das dann irgendwie mit Klebeband an meinem Monitor festgemacht und es ist während dem Dreh einfach mal runtergefallen. Leider habe ich die Szene irgendwie nicht mehr, aber das ist dann so ein Moment, ich habe dann angefangen hysterisch wie eine Frau kurz zu kreischen, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, mein Handy. Aber das war jetzt, ja, es gibt immer wieder lustige Szenen. Das ist auch der Grund, warum Outtakes entstehen. Gerade wenn ich mit Leuten zusammendrehe, passiert so oft so viel Müll, dass wir das den Zuschauern oder ich das den Zuschauern nicht vorenthalten will. Dieses Gekreische hätte ich jetzt gerne mal gesehen. Aber gesehen? Jetzt machen wir erstmal eine kleine Musikpause, und zwar mit dem Musikwunsch von Arkeban selbst.
My Friends Over You. Viel Spaß. So, und da sind wir wieder. Und es geht auch gleich weiter im Programm. Wir waren gerade eben bei Akebans YouTube angelangt und haben da auch einiges schon erzählt. Wie sieht es jetzt eigentlich aus, wenn du vor der Kamera stehst? Hast du da auch manchmal Lampenfieber oder gibt's da Patzer? Patzer, ja. Das Gute ist, man kann sie alle rausschneiden. Lampenfieber auch. Gerade am Anfang war es ganz schlimm. Man muss sich halt überlegen, gerade wenn man Sketches oder so dreht, man redet mit einer Wand oder mit einem Schrank oder mit der Tapete. Und das ist so ein bisschen awkward. Also so ein bisschen peinlich, die Situation. Lampenfieber, gerade wenn ich jetzt mit anderen Leuten zusammendrehe, dann bin ich total so, oh mein Gott, warum rede ich überhaupt und warum machen wir das? Und dann ist die erste Reaktion, ja, es ist dein Kanal, du solltest das hinkriegen. Aber irgendwie, nö. Also wenn ich nicht alleine vor der Kamera stehe, bin ich schlimm, schlimm. Also dann bist du nervöser? Ja, also alleine kriege ich das hin. Ich weiß noch nie, wie ich den Anfang machen soll. Wenn ich in meinem Redefluss drin bin, dann geht's. Und gerade, ich sage jetzt mal, die Endcard, wie es einige Leute festgestellt haben, da bin ich doch schon sehr locker wieder, also im Vergleich zum Start. Machst du sowas eigentlich, so eine Endcard im Vorfeld schon fertig oder ist die tatsächlich dann erst dran, wenn du fertig mit dem Video bist? Die ist tatsächlich erst am Ende dran. Was auch leider den negativen Effekt hat, dass ich in der Endcard dreimal die Hälfte von dem vergesse, was ich eigentlich plane sagen zu wollen. Da sage ich dann so, ja, keine Ahnung, hi, haut rein, Leute, ist so meine Hauptaussage in der Endcard. Aber ansonsten, ich drehe das Ding echt zum Ende hin, wo ich dann wirklich fertig bin. Man sieht oft auch meinen Haaren an, dass ich fertig bin. Und ja. Da steht dann fertig drauf. Genau, oder meine Haare sehen aus, als wäre das McDonald's Frittierfett über meinem Kopf explodiert oder so. Was machst du eigentlich, wenn du mal negative Resonanz kriegst auf deine Videos? Das passiert ja auch nicht selten, dass die Leute mal einen negativen Kommentar da lassen und dann doch auch schon ausfallend werden. Löscht du sowas? Ich plane immer, es nicht zu löschen, aber irgendwie bin ich dann in dem Moment so reaktionär, dass ich sage, ich hau das Ding jetzt weg und dann lösche ich das und dann ist fertig. Von den Leuten kommen dann auch die ganzen Dislikes in den Videos und ich denke mir, okay, wenn es Kritik ist an irgendwas, ich habe am Anfang sehr viel Kritik einstecken müssen, dann lebe ich damit, dann gehe ich damit um, dann gehe ich darauf auch ein, aber sobald es halt echt unter die Gürtellinie geht, lösche ich es, obwohl ich mal auch gedacht habe, vielleicht warte ich bei einem mal einen Tag und schaue, ob vielleicht die ein oder anderen Zuschauer den Kommentar einfach auch auseinanderpflücken. Ich habe gehört, das wird manchmal so ein bisschen wird das gemacht, aber ich habe es nie drauf ankommen lassen. Bislang lösche ich die Kommentare immer alle. Ah, dir sind deine Kommentare also sehr wichtig. Auch, ja, weil die Kommentare vermitteln natürlich auch den Eindruck, den die Leute von dem Video haben. Und das Video kann voll toll sein, aber wenn du drei Hater hast, die am Anfang gleich drei Hate-Kommentare raushauen, dann trauen sich die wenigsten noch zu sagen, ja, aber ich finde das Video ja eigentlich ganz gut. Und das traut sich dann keiner mehr. Okay. Wie sieht es bei euch aus, meine lieben Zuhörer? Wie sieht's bei euch aus? Ihr seid ja sicher auch sehr viel auf YouTube unterwegs. Seid ihr denn so faul wie ich, die irgendwie nie dazu kommen, überhaupt was positiv zu bewerten, obwohl sie es tausendmal angucken? Und schreibt ihr auch Kommentare? Und habt ihr gegebenenfalls schon mal einen richtig schlimmen Kommentar verfasst? Schreibt es uns in den Live-Chat, das würde uns interessieren. Am besten aber nicht den Kommentar. Aber ich muss dazugeben, ich habe das auch schon gebracht, einen negativen Kommentar bei einem YouTuber zu schreiben. Oh. Und, ja. Hast du eine Antwort drauf gekriegt? Nein, nein. Es ist aber, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gelöscht worden. Der negative Kommentar hat einfach den Ursprung, dass ein YouTuber Homosexuelle quasi in seinem Video verunglimpft. Und deswegen habe ich gesagt, ich äußere mich dagegen, was auch sehr viele andere in seinen Videos tun, weil er einfach eine Schande, sage ich mal, fast schon für die Homosexuellen ist. Und deswegen habe ich auch mich, als ich das Video gesehen habe, von ihm nicht zurückhalten können und einen Kommentar geschrieben. Der ziemlich feindselig war. Ja, es war mir echt so, ja, so eine Herzenssache fast schon, weil ich finde es einfach schlimm, wenn gegen Randgruppen quasi in der Art geschossen wird. Und da er, ja, hat er quasi durch seine Art einen negativen Eindruck von Homosexuellen vermittelt. Und das hat mich dann doch sehr gestört. Ich finde das ja immer schön, wenn man zu einem Video etwas kommentiert und dann bekommt man tatsächlich eine Antwort dazu. Und das ist auch was bei deinen Videos sehr hervorsticht. Du scheinst ja wirklich jeden Kommentar durchzulesen und auch zu Herzen zu nehmen und auch zu kommentieren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es immer schade, wenn YouTuber nicht auf ihre Fans, sage ich mal, oder die Zuschauer eingehen, weil ich finde, die Leute denken sich ja was dabei, wenn sie einen Kommentar schreiben. Und ich denke, wenn sie was schreiben, hoffen die Leute auch, dass sie eine Antwort bekommen. Und wenn man dann ewig da sitzt und keine Antwort kriegt, dann ist das blöd. Und ich will ja auch die Nähe zu den Zuschauern. Ich sag den Leuten immer, stellt mir Fragen. Lass uns über dieses und jenes Thema diskutieren und dann bin ich bei Diskussionen, wenn sie zielführend sind, auch mit dabei. Dann ist es ja auf jeden Fall von Vorteil, wenn man drauf eingeht und vielleicht hast du auch schon die ein oder andere Idee dann daraus gezogen und in einem anderen Video verwirklicht? Absolut, also mein Arten von Furries Teil 2 ist aus den Kommentaren von Arten von Furries Teil 1 geworden, weil so viele Leute geschrieben haben, ja, mir fehlt noch die Art XY und mir fehlen noch die Kamera-Furries und was auch immer noch. Und da kam ziemlich viel und auch dieses Arten von Furry Artists, was jetzt vor kurzem kam, das war eine Inspiration von einem Zuschauer, der gemeint hat, ja, mach das doch mal. Und darauf gehe ich dann auch sehr, sehr gerne ein. Und gab es schon mal richtig gute, positive Erfahrungen mit deinen Abonnenten, richtig tolle Erlebnisse, die du durch die hattest oder auch das Gegenteil, negative Sachen? Negativ wüsste ich nicht zwingend. Positiv war halt, ich hatte einen Abonnenten, der hat mir dann auch privat geschrieben, der hat gemeint, mein 5 Gründe Furry zu werden Video hat er, weil er noch minderjährig ist, seiner Mutter gezeigt, weil die mit Furry erst gar nicht so gut klarkam. Und nachdem er ihr das gezeigt hat, fand sie das total toll und, also beziehungsweise total toll vielleicht nicht, aber sie hat gesagt, Furry ist okay, ist ja nicht schlimm. Und er hat mir dann geschrieben, wie happy er war, dass er seiner Mutter das Video von mir zeigen konnte und irgendwie macht mich das auch ein Stück weit stolz. Es ist zwar nicht, natürlich, ich mache die Videos nicht, damit andere Leute es ihren Eltern zeigen, aber wenn andere Leute aus meinen Videos was Positives rausziehen können, dann macht mich das irgendwie auch stolz und auch glücklich, wenn die Leute darauf so reagieren. Siehst du jetzt eigentlich auch eine Bilanz aus deinen Statistiken? Ja, also ich sehe in den Statistiken immer, welche Videos werden gerade wie viel geguckt. Ich sehe natürlich die Klickzahlen. Ich sehe auch, wie die sich im Laufe der Wochen nachträglich noch anpassen. Ich kriege ja auch Klicks, ja, Deutsch und so, schwere Sprache. Ich kriege auch noch Klicks auf Videos, die schon ein Dreivierteljahr alt sind. Und da kann ich dann immer sehen, okay, was wollen die Leute sehen? Zum Beispiel habe ich jetzt auch festgestellt, Outtakes kommen bei den Leuten nicht gut an. Also die Leute, die es gucken, finden es gut, aber es gucken halt nur ein Drittel so viele Leute wie die anderen Videos. Auf die Outtakes habe ich noch nie mehr als 200 Klicks gekriegt. Oder beziehungsweise auf eins der ersten vielleicht schon, weil sich das gesammelt hat, aber die Resonanz ist nicht vorhanden. Deswegen habe ich auch gesagt, Outtakes macht keinen Sinn mehr, wenn die Resonanz einfach nicht da ist. Du hast jetzt ja so knapp 480 Abonnenten. Findest du das jetzt eher überraschend oder könnten das für dich mehr sein? Also ich finde, für jeden YouTuber könnten natürlich mehr ist immer besser. Weil mit mehr heißt, man erreicht einfach auch mehr Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Entwicklung finde ich jetzt okay. Ich finde, es geht in manchen Momenten sehr schleppend. Jetzt gerade geht es zum Beispiel sehr schleppend, obwohl ich mir natürlich als so Silvester-Überraschung natürlich schon die 500 wünschen würde, jetzt wo ich noch knapp 20 Abonnenten davon entfernt bin. Aber so, ich sag jetzt mal, die ersten 500 und auch die ersten 1000 sind meiner Meinung nach wirklich auch die schwersten. Wenn man die mal hat, dann läuft es danach, sollte es hoffentlich ein bisschen runterlaufen. Weil am Anfang, man wird halt in den Feeds und Trends und so gar nicht angezeigt, weil man halt einfach noch viel zu unbekannt ist. Was hat es denn übrigens mit diesem... vielleicht eventuell auch weiterführende Ziele? Jetzt nicht nur fürs Jahresende? Ja, natürlich. Also ich will... Mein Ziel ist es auf jeden Fall nicht, von YouTube irgendwann leben zu können. Das ist unrealistisch und davon gehe ich einfach auch nicht aus. Mein Ziel ist es einfach, möglichst viele Leute dazu erreichen und dass Leute die Videos gucken und Spaß dran haben. Und wenn es die Konsequenz hat, dass ich mich zum Affen machen muss, dann mache ich mich halt zum Affen. Hauptsache, die Leute haben Spaß dran. Und wenn ich das jetzt so beobachte, auch rückwirkend, schauen die Leute doch die Videos und müssen bei manchen Szenen echt lachen. Milky Bear hat da gerade was geschrieben bezüglich eines Fanboys, Fangirls auf dem Barbarian Ferdians. Kannst du da was dazu sagen? Ja, also ich sag jetzt auch nicht den Namen, aber dieses Fangirl war, kam an, hat sich am Anfang ganz nett mit mir unterhalten, hat dann angefangen fast zu hyperventilieren, weil Milky Way ist ja auch ein bisschen bekannter. Also Miki und ich sind relativ bekannt und die hat uns beide getroffen und hat gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Lebenstraum geht in Erfüllung und oh mein Gott, ich sehe euch und ich muss hyperventilieren und oh, ich kriege keine Luft mehr und oh Gott. Und dann dachte ich mir so, oh, alles gut, ich bin auch nur da
und ich existiere und das ist alles gut. Ja, aber oh mein Gott, und Akeban, und ich muss dich kennenlernen und bla. Und dann denke ich mir so, das darf nicht wahr sein. Fahr doch mal im Gang runter und alles ist gut. Ich bin ganz normal wie alle anderen auch. Die war wirklich so drauf? Ja. Also ich habe an der EF schon eine schlimmere Erfahrung gemacht, da war das im Bavarian-Fördern sehr harmlos. Ja, das hat sich ja schon rumgesprochen, dass viele Leute denken, dass du Akebla heißt, anstatt oh Akeban. Ja. Auch eine schöne Sache, wenn man dann Akebla gerufen wird. Ja, das ist mir schon am CFD da passiert und die Leute, da Akebla mein Hauptformat ist, wird man quasi zwangsläufig irgendwie, heißt man dann plötzlich nur noch Akebla, weil das das Format ist. Aber ich glaube, ich kriege das den Leuten nicht mehr abtrainiert, deswegen akzeptiere ich das einfach irgendwie, weil ich kann dagegen eh nichts machen. Wie ist das denn eigentlich mit deinen Ideen für die Videos? Bekommst du da hauptsächlich deinen Input eben durch deine Abonnenten oder hast du auch da noch eine andere Bezugsquelle für Ideen? Meistens kommen mir die Ideen selber. Also ich würde sagen, so 90% überlege ich mir selber und drehe die dann auch entsprechend ab. Es gibt aber auch Videos, die leben quasi von dem Input der Zuschauer. Zum Beispiel Ask Arke wäre ohne Zuschauer gar nicht möglich und ohne Kommentare. Wenn die Leute nicht so fleißig kommentieren würden, dann könnte ich das Format direkt einstampfen. Manche Themen kommen auch von den Zuschauern, wie halt auch das Furry Artists oder die Ideen fürs zweite Arten von Furries. Aber ich würde sagen, so, wenn man jetzt Ask Arke rausnimmt, kommt der Input, habe ich nicht viel Input, da kommt viel auch aus meinem kranken, kaputten Kopf und da kommen dann auch die lustigen Ideen von mir selbst, wo ich dann auch da sitze einen Tag vorher und ein Skript schreibe. Und da machen wir jetzt auch erstmal eine kleine Musikpause und während der Musikpause überlegt euch doch mal auch Themen für Arke, was er vielleicht mal tun sollte oder ähnliches, schreibt es mal in die Kommentare rein. Und jetzt spielen wir erstmal Musik. Viel Spaß. Und da sind wir wieder bei Furry FM. Und heute, für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, haben wir unseren Interviewgast Akeban dabei, der einen aufstrebenden Furry-YouTube-Kanal betreibt. Und dazu haben wir natürlich noch ein paar Fragen auf Lager. Genau, wie vor der Musikpause schon beschrieben, Ake, du hast gerade noch von einem Skript geredet. Wie genau entsteht denn so ein Skript für das Video und benutzt du in jedem Video auch ein Skript? Also erstmal, um der letzten Frage vorwegzunehmen, in jedem Video nicht. Also es gibt manche Kommentarvideos, wo ich einfach sage, ich packe jetzt einfach mal, sage ich mal, inhaltlich aus und rede einfach. Aber in der Regel ist ein Skript immer da. Ich sage das mir so, das ist so eine fast schon Tabellenform, wo ich dann sage, okay, das ist das Thema und so und so stelle ich das da und das mache ich mit 10 Punkten. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Ask Arke ist ein gutes Beispiel. Ich habe eine Frage, die schreibe ich dann oben hin, die ich bekomme. Dann, wie reagiere ich auf diese Frage? Da sage ich dann, okay, das und das werde ich antworten. Vielleicht bringe ich den und den Sketch und den ich dann auch separat abdrehe. Und ich überlege mir dann natürlich auch die Reaktion. Das ist natürlich alles, YouTube ist ganz, ganz viel Schauspielen. Und mit den Sketchen und mit dem Skript überlege ich mir halt im Voraus, okay, so in welche Richtung will ich gehen. Und dann weiß ich, okay, das und das will ich so ähnlich sagen. Und was noch spontan mir einfällt, kommt spontan einfach auch mit dazu. Und es kommen auch oft Witze zustande, die sehr, sehr spontan sind. Fühlst du dich da manchmal beim Witzegestalten in so einem Video selbst blöd, weil du ja die Aufnahme machst und selber wahrscheinlich 1000 Mal deinen eigenen Witz sagst, ohne wirklich mehr witzig zu finden? Total. Das ist gerade bei diesen dummen Sketchen, wo man einfach mit sich selbst redet. Oder halt dieses, keine Ahnung, wenn ich meinen dummen Kunden, das habe ich beim dummen Kundenvideo gemacht, den darstellen musste mit diesen Kopfhörern. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, das war ganz peinlich. Das ist dann doch ein Moment, wo ich mir denke, oh Gott, das ist so peinlich und ich fühle mich in dem Moment voll peinlich berührt und eigentlich will ich das nicht, aber irgendwie denke ich mir, okay, die Leute finden es halt lustig. Aber ja, es ist dann doch eine sehr, sehr seltsame Situation, wo man die Dinge dann dreht und weiß, man hat so direkt eigentlich gar keinen Zuschauer. Und es muss aber so aussehen, als ob man das für die Leute macht, die zuschauen. Ja, und bekommst du dann über Facebook auch irgendwelche Resonanz? Ja, also ich poste die Sachen immer über meinen Facebook-Account und teile die auch noch privat über meinen privaten Account.
Wenn die Videos Furry-Bezug haben, dann poste ich sie in der Regel auch auf verschiedenen Furry-Gruppen auf Facebook, weil ich einfach so auch Leute erreiche, die mich vielleicht nicht auf Facebook gleich noch mit drin haben und das vielleicht nicht direkt mitbekommen. Und natürlich auch, um neue Zuschauer zu gewinnen, klar. In welchen Gruppen bist du da so unterwegs? Hauptsächlich Facebook-Gruppen, die jüngeres Publikum ansprechen? Hauptsächlich Facebook-Gruppen, die möglichst viele, viele Mitglieder haben. Es bringt für mich, ich finde es immer Quatsch, wenn ich das irgendwo reinposte, wo vielleicht nur 10 Leute drin sind. Da halt die Gruppen, wenn es Furry-Bezug hat, natürlich die größten deutschsprachigen Furry-Gruppen. Und da ist dann auch das Alter mir nicht wirklich, mir ist das Alter meiner Zuschauer generell nicht wichtig. Solange die Zuschauer, die es gucken, Spaß dran haben, kann es ein 80-Jähriger oder ein 10-Jähriger gucken, das ist mir egal. Mit deinem YouTube-Kanal hast du ja bisher auch ganz schön viele Themen angesprochen und auch nicht nur so Furry-bezogene Sachen. Warum? Klar, ich will natürlich für alle Furries auch sehr, sehr viel Furry-Themen anschneiden. Das Problem bei Furries allerdings, irgendwann gehen mir die Themen aus. Das Problem hatte ich schon ein paar Mal und wenn ich immer wieder Furry-Videos mache, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will jetzt mal was anderes machen. Und dann macht man halt auch mal was anderes. Und man kriegt halt manchmal so ein bisschen einen Block rein bei sich selbst, wo man dann sagt, ich kann gerade einfach nicht mehr, ich will was Neues machen. Und dann stehen neue Formate oder Videos, die halt einfach mal wirklich gar nichts mit Furry zu tun haben. Und das tut dann auch mal gut. Die Sache ist, die Zuschauerschaft der Furries ist begrenzt. Das heißt, du wirst nie wirklich richtig viele Zuschauer haben, wenn du nur bei Furry-Themen bleibst. Du wirst zwar die Furries bekommen, die dir zuschauen, die das gut finden, aber es ist schwierig, da rauszukommen aus dieser Nische, wenn ich nur in Anführungsstrichen Furry-Videos drehe. Du möchtest natürlich also dann auch das Publikum quasi erweitern, nicht nur eben Furries erreichen, sondern auch noch andere, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Also ich will damit einfach auch ein bisschen rauskommen. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass inzwischen auch Arbeitskollegen meine Videos gucken. Was für mich doch sehr peinlich war auf Arbeit, als ich dann drauf angesprochen wurde. Aber gerade dadurch, dass ich sehe, okay, die gucken das auch, will ich auch Themen machen, die einfach auch Furries Spaß machen, aber auch anderen Menschen Spaß machen. Und jemand, der mit Furry vielleicht gar nichts anfangen kann, der interessiert sich nicht für Begriffe aus dem Furry-Fandom, wenn er sich für Furry nicht interessiert. Und dann interessiert ihn das ganze Video nicht, was dann natürlich auch blöd ist. Und wenn ich jetzt irgendwie Ask Arke mache oder irgendwie das dumme Kundenvideo, dann das kann jeder angucken und es feiern, wenn er es gut findet und nicht nur Furries. Da wurde übrigens vorhin im Live-Chat erwähnt, du sollst doch mal dumme Kunden 2 machen. Ich hab's mal überlegt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Reaktion bei dumme Kunden 1 sehr gemischt am Anfang, gerade über die Likes. Dass am Anfang relativ viel Gegenwind kam. Ich kann theoretisch fast schon was machen, allerdings bin ich nur 2 Monate im Live-Service gewesen, jetzt bin ich berufsbedingt in der Ausbildung, gerade in der E-Mail-Kundenbearbeitung, das heißt auch da könnte ich inzwischen schon die ein oder andere Anekdote erzählen, also wenn da wirklich der Bedarf besteht, dass ich den zweiten Teil draus mache, dann kann man mir das gerne sagen, dann setze ich das bei mir auf die Liste. Wie ist das denn mit deinen Emotionen, die du in so ein Video einbringst? Wut, Hass, Liebe, Freude, alles sowas, das bringt man ja bei Herzblut-Videos auch mit ein. Hast du so Tage, wo du sagst, ey, heute kann mich die ganze Welt mal am Arsch lecken, jetzt mache ich ein Video und dann kriegt ihr das alle ins Gesicht, oder wie? Würde gerne, aber die Sache ist, das frage ich mich dann, okay, ich drehe das Video reaktionsbedingt, weil ich gerade sauer auf etwas bin oder traurig wegen irgendetwas. Und dann ist natürlich die Frage, wollen die Leute das wirklich sehen? Wenn ich auf Arbeit einen schlechten Tag hatte, wollen die Leute sehen, dass ich mich auf Arbeit auskotze? Ich habe auch einen Moment überlegt, ob ich den Leuten erkläre, weil ich hatte ein ziemliches Hoch und Runter im Jahr 2015, ob ich meinen Zuschauern zum Jahresende hin erkläre, was los ist. Mit allen Aspekten. Also natürlich nicht zu intim, aber mit den Randaspekten, damit die Leute verstehen, warum ich so ein Hoch und Runter erlebt habe. Das merkt man oft auf Twitter und auch auf Facebook. Aber dann dachte ich mir, okay, wollen die Leute das wirklich sehen? Und habe dann gedacht, ja, vermutlich nicht. Und deswegen lasse ich es. Aber wenn ich dann doch mal was drehe, was sehr wütend ist oder sowas, überlege ich mir das am nächsten Tag in Ruhe, will ich das wirklich machen? Und dann sage ich mir, wenn nicht, dann landet es bei mir im Archiv irgendwo, für mich privat. Und wenn ich sage, okay, das könnte die Leute trotzdem interessieren, dann kommt das Ding auf YouTube.
Tja, als YouTuber hat man es eben nicht einfach. Das bedeutet wahrscheinlich auch in vielerlei Hinsicht, dass du auch mal Schauspieler sein musst. Extrem, ja. Also, ich habe auch schon Videos gehabt, wo ich wirklich echt nicht gut drauf war, meine Laune echt schlecht war, wo man dann entsprechend, das dürfen die Leute halt auch nicht merken. Und man will natürlich ein Video pro Woche machen, das ist der Standard, den ich mir gesetzt habe. Aber wenn ich halt, es ist schwierig, wenn ich halt wirklich einen schlechten Tag hatte oder habe, dass ich mich dann hinstelle und sage, hey Leute, mir geht's voll gut und so. Das ist schwierig manchmal zu Schauspielern, aber das lernt man auf YouTube zwangsläufig, dass man selbst Gefühle und Situationen darstellt, die man gerade nicht ist. Ich musste so oft schon Sketche drehen, auch über dumme Kunden oder sonst was alles, dass man irgendwann das Schauspielern quasi so ein bisschen einfach mitlernt auch. Okay, also du bist ganz ehrlich, viele denken, oder ich merk's auch selbst, dass du mit deinen Videos im Fandom oder auch außerhalb inzwischen auch schon ziemlich Aufklärungsarbeit leistest. Du hast ja ziemlich bekannte Videos, zum Beispiel auch das Interview mit deinen Fursuitern, 10 Arten von Furries oder auch jetzt ganz speziell dieses eine Petplay-Video, aber da gehen wir später drauf ein. Ja, also mir war von Anfang an Aufklärung wichtig. Also ich nehme, was das Furry-Fandom angeht, eigentlich mit allem kein Blatt vor den Mund. Also ich wurde schon ziemlich hart kritisiert darüber, dass ich negative Inhalte anscheinend promoted hätte, beziehungsweise Arten von Furries, zum Beispiel das erste wäre sehr negativ belastet gewesen mit sehr viel Klischees, die ich anscheinend bedient hätte. Andererseits kommen auch Videos, wo ich sage, okay, das und das ist gut dran. Ich wollte Furry sehr, vielleicht ein bisschen auch gesellschaftsfähiger machen und einfach erklären, wieso, weshalb, warum ist das alles so, weil ich gesagt habe, ich kann und will diesen Ruf, den wir im Internet haben, auch über das Video von Top 10, das will ich alles so nicht stehen lassen. Mal speziell zu dem Interview mit den Fursuitern. Jetzt gehe ich mal davon aus, nicht jeder hat das vielleicht gesehen. In diesem Video hast du vier Fursuiter waren es, oder? Vier und ich selber. Ja, also insgesamt 5 Fursuiter haben ein paar Fragen gestellt bekommen und haben darauf halt ehrlich geantwortet im Fursuit. Warum speziell direkt im Fursuit? Ich dachte mir, okay, die Fursuiter müssen keine Angst haben über das, was sie sagen, dass man ihr Gesicht mit irgendwas in Verbindung bringen könnte. Für viele, weiß ich aus Erfahrung, ist es ein Thema, sie wollen so direkt auf YouTube nicht mit ihrer normalen Optik erscheinen, weil sie Angst haben, später irgendwann damit konfrontiert zu werden. Kann ich verstehen, deswegen habe ich von vornherein gesagt, ich nehme mir Fursuiter. Mir wurde gleich um die Ohren gehauen, du nimmst nur Fursuiter und das bedient wieder das Klischee, dass man ja nur Fursuiter zeigt. Aber für mich hat es tatsächlich den Hintergrund gehabt, dass die Leute offener und klarer und deutlicher ihre Meinung im Fursuit sagen können, als ohne. Das ist der Grund, warum ich die einfach mit reingenommen habe. Lässt sich jetzt zum Streiten, ob das die beste oder die schlechteste Idee war. Ich habe versucht, beide Argumente zu verstehen. Ich kann sie auch verstehen, aber in dem Fall stehe ich zu meiner Entscheidung, sag ich mal. Würdest du denn auch nochmal ein Video dazu machen, wie das Ganze ohne Fursuit aussehen würde? Klar, können auf jeden Fall. Die Frage ist, ob ich es halt machen soll, weil dann würden natürlich Themen, die schon angesprochen wurden, nochmal angesprochen werden. Ob die Resonanz dann immer noch die gleiche ist, von der Ausführlichkeit oder vom Feedback generell, das ist dann halt die Frage. Wenn dieselben Fragen oder ähnliche Fragen von anderen Leuten aber ähnlich beantwortet werden, vermutlich. Ob dann die Zuschauerschaft das immer noch so gut findet, ist natürlich immer die Frage. Und jetzt machen wir erstmal eine Musikpause. Lasst eure Meinung in den Chat da. Und viel Spaß mit den Rolling Stones und Mike Posner. So, und da sind wir wieder zurück hier bei Furry FM. Wir sind gerade stehen geblieben bei deinem Video, Arkeban. Da hast du ja einiges schon zusammen und beigetragen. Und eines deiner Videos war jetzt, beziehungsweise eines deiner neuen Videos, war ja diese Asia Food Challenge. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Das war eine relativ spontane Geschichte. Also ich habe ein paar Freunde, die erst meine Abonnenten waren und wir uns dann angefreundet haben, zu mir nach Hause eingeladen für ein Wochenende. Und die dann, als sie da waren, gefragt, weil ich war vor kurzem bei einem Asiaten und habe aus Spaß so ein bisschen geguckt, was der so hat, habe ich gesagt, ja komm, lass mal da hin und Dinge kaufen und da ein Video draus machen. Jeden gefragt, jeder meinte ja. Wir sind dann für 50 Euro haben wir dann Dinge beim Asiaten gekauft, die echt nicht essbar waren oder sich nicht so angehört haben und haben das Ganze dann einfach mal probiert und uns spontan
gefilmt. Das ist eins der wenigen Videos, was komplett ohne Skript entstanden ist. Also wie wir waren, war wirklich alles nicht geplant. Und deswegen vielleicht für einen oder anderen auch weniger lustig, ich weiß es nicht. Aber da haben wir dann einfach spontan gesagt, okay, wir stellen die Kamera hin und passt. Und für uns war es sehr lustig, auch wenn wir danach nichts mehr essen konnten, weil es einfach schlecht war. Aber ja, so lief das in etwa ab. Wir haben viel ausprobiert. Im eigentlichen Video sind nur zwei, drei Sachen aufgetaucht, weil einfach das ganze Video sonst, wenn wir alles drin gehabt hätten, einfach 40 Minuten lang gewesen wäre. Und den Rahmen wollte ich dann doch nicht füllen. Und machst du sowas öfter mit, jetzt mit Abonnenten sich so auch anfreunden, dass sie so dann auch quasi irgendwann in deinen eigenen Videos auftauchen? Spricht nichts dagegen. Also ich fordere immer mal wieder Leute auf, so Leute, wer Bock hat, schreibt mich an, wir können gerne mal was zusammen machen. Wenn sich's ergibt, sehr gerne. Wenn nicht, dann nicht. Dann stelle ich mich notfalls alleine auch vor die Kamera, so habe ich ja auch angefangen. Das heißt, ich bin da grundsätzlich auf jeden Fall offen für. Die Sache ist halt, normalerweise auch bei gemeinsamen Videos steckt da ein Skript hinter und das Skript, da versuchen wir uns schon auch im gewissen Rahmen natürlich auch dran lang zu hangeln, ein bisschen auch dran zu halten. Ja, das kann ich gut verstehen. Wie ist es denn zu deinen Videos, es sind ja inzwischen schon zwei, zu den 10 Arten von Furries gekommen? Bist du da auch drauf angesprochen worden? Nee, das war das Video, wo ich gedacht habe, oh Gott, entweder wird mich die Furry-Welt dafür hassen oder sie werden mich dafür lieben. Aber ich dachte mir schon, dass da die Resonanz doch stark vorhanden sein wird. Deswegen, da bin ich nicht drauf angesprochen worden, das habe ich mir komplett allein auch überlegt mit allen Punkten. Nur aufs Zweite, da bin ich dann wirklich extrem gepusht worden, so dass ich das doch auf jeden Fall machen soll. Und deswegen kam es dann dazu, aber von Grund selbst aus, da habe ich mich dann alleine hingepusht zu diesem Video. Die waren ja wirklich auch wirklich zutreffend. Dafür, dass immer alle so viele Leute solche Bilder posten auf Facebook nach dem Motto, wir sind alle einzigartig, muss man doch erstaunlicherweise sagen, konnte man unter den 10 Arten von Furries so ziemlich jeden einsortieren. Ja, also ich habe tatsächlich, ich glaube, das habe ich da auch gesagt, zu jedem Beispiel kannte ich mindestens eine Person. Ist es auch im zweiten Teil so gewesen oder musstest du da erzwungen was zum Füllen von anderen an Vorschlägen mit einbringen? Also ich glaube, beim zweiten auf die 10 wäre ich von alleine nie gekommen. Also hätte ich da nicht den Rückhalt oder das Feedback bekommen, wäre ich da nie so weit entsprechend gekommen, was die Anzahl der Leute angeht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, auch da kenne ich von jeder Art mindestens einen. Du machst ja auch Tutorials auf YouTube, gerade von den Dingen, die du jetzt herstellst. Sind die auf irgendwelche Anfragen entstanden oder hast du das aus eigenen Stücken gemacht? Das habe ich komplett eigens erarbeitet, weil ich halt Leuten einfach auch zeigen will, wie First Aid-Bau funktioniert und dass es eigentlich auch gar keine so komplizierte Kunst ist, einen, ich sage jetzt mal, Basic First Aid, der jetzt nicht überragend gut ist, aber auch nicht überragend schlecht ist, selber herzustellen. Bekommst du denn auch Anfragen auf irgendwelche Tutorials? Inzwischen ja. Seitdem ich das mit dem Tail gemacht habe, mein erstes Tutorial, was irgendwie, ich glaube, ein Vierteiler oder Dreiteiler ist, seitdem bekomme ich immer wieder Anfragen für Tutorials. Seitdem habe ich auch das mit den Augen gemacht und ich habe sehr, sehr viele Anfragen für Fursuit-Kopf gekriegt für ein Tutorial. Aber unter den Druck, mich dabei zu filmen beim Fursuit-Kopf, den wollte ich mir nicht geben. Und wie machst du das dann bei solchen Filmen direkt darüber, wenn du was herstellst, nach dem Motto, ich habe da mal was vorbereitet? Tatsächlich so. Also ich steige immer erst so ein bisschen in das Thema ein. Dann will ich den Leuten einzelne Schritte aufzeigen und dabei natürlich schon keine Ahnung, beispielsweise Art Attack oder sowas, was da mal lief, wo du schon teilweise ein fertiges Ergebnis da hast, dass ich den Leuten ein paar Schritte spare und ich schneide dann auch so gezielt, dass die Leute mir nicht ewig beim Basteln zugucken müssen, sondern den kompletten Inhalt trotzdem in wenige Minuten oder so wenig Minuten wie möglich zusammengeschnitten bekommen. Aber in der Regel habe ich versuche dann immer schon ein bisschen was vorbereitet zu haben. Na, das wäre doch mal total witzig, so, keine Ahnung, Block Schaumstoff und dann, ich habe da mal was vorbereitet, fertig. Ja, es wäre an sich mal lustig, aber das hilft keinem Zuschauer, der dann sagt, wie hat er das gemacht? Ich kann das doch gar nicht. Das sowas kommt dann wirklich.
Oje, okay. Also ich sehe schon, da ist der Druck größer, deswegen gehört es wahrscheinlich auch nicht zu den Lieblingsvideos, die du machst. Leider gar nicht, weil du musst, bei Tutorials bist du Vorbild. Ich bin bei den anderen Videos bin ich kein Vorbild. Ich glaube, es wäre schrecklich, wenn sich Leute da ein Vorbild an mir nehmen. Aber bei den Tutorials musst du es halt auf Anhieb richtig machen, du musst es auf Anhieb gut machen. Du musst beim Bauen auch noch erklären, warum du das so machst, dich quasi auch noch rechtfertigen, weil es gibt beim Bauen keine Universallösung. Und das ist dann, ich weiß nicht, das ist ein bisschen wie beim Let's Play. Du musst dich auf was anderes konzentrieren, dabei aber informativ oder lustig labern. Und war nicht meine Stärke und das hat mich unter den Druck gesetzt, einfach es auf Anhieb komplett zu machen, richtig zu machen, eigentlich auch keine Pause einzulegen dabei. Und den Druck gebe ich mir nur sehr ungern, auch wenn Leute das gerne sehen möchten. Würdest du beruflich eigentlich auch gerne vor der Kamera stehen oder könntest du das? Können, ja. Also ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, wenn ich es beruflich nicht könnte, dann wäre ich auch auf YouTube falsch. Aber ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, macht man's Hobby gerne zum Beruf. Manche blühen da voll auf und ich muss sagen, wenn mein Hobby Beruf ist, habe ich kein Hobby mehr. Ich könnte es mir beruflich ein bisschen schon vorstellen. Allerdings mache ich gerade eine kaufmännische Ausbildung und fühle mich, glaube ich, als Kaufmann beruflich wohler, als wenn ich jetzt als Moderator oder als Wetterfrosch oder sonst was vor der Kamera stehe. Hat dir das denn bisher, was du jetzt durch YouTube schon mit dem Videos gemacht hast, irgendwie geholfen, ob privat oder im Beruf? Auf jeden Fall. Also ich bin jemand, der ich kann an, konnte vorher auch schon ganz gut reden, aber ich hatte starke Probleme mit der Stimme, so dieses Hoch und Runter und hin und her und dieses Spontane in der Stimme zu haben. Das hatte ich anfangs gar nicht und da hat das Feedback der Abonnenten und alle, die fleißig Kommentare geschrieben haben auf YouTube, mich doch ziemlich gepusht, dass ich auch jetzt Reden vor 200, 300 Leuten halten kann, ohne ins Stocken zu kommen. Und das hat dann doch, ja, das hat auch sehr geholfen, meine Redekunst zu verbessern. Und da ich auch das Feedback von den Zuschauern kriege, was oft positiv ist, pusht das in gewisser Weise natürlich auch das Selbstwertgefühl. Also kann man jetzt sagen, inzwischen hast du so ein richtig großes Ego aufgebaut? Nein, gar nicht. Also mein Ego ist nach wie vor nicht groß. Aber YouTube hat einen großen Vorteil gegenüber Fursuit-Bau, was die Psyche angeht. Fursuit-Bau, du baust ein Fursuit und hast ein Erfolgserlebnis, wenn der Fursuit fertig ist, nach mehreren Monaten, Wochen. Und YouTube, jedes Video, was du hochlädst, ist ein kleines Erfolgserlebnis. Und Erfolgserlebnisse braucht der Mensch einfach, damit es ihm psychisch gut geht. Und lieber, also ich bin jemand, dem ist mehr geholfen mit vielen kleinen Erfolgserlebnissen als mit sehr wenigen großen. Akeban, Ja. könntest du eigentlich irgendwann mal die Lust daran verlieren, mit YouTube weiterzumachen oder was hält dich da so aktiv? Ich muss sagen, ich bin eigentlich ein sehr reaktionär bedingter Mensch. Das heißt, ich habe sehr reaktionär angefangen, so, ach, ich habe gerade Bock drauf. Und natürlich kann irgendwann der Tag kommen, wo ich sage, ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Die Tage kamen auch schon. Da macht man dann halt eine kurze Pause und dann geht's wieder. Wäre die Resonanz nicht so, wie sie jetzt ist, dann hätte ich von vornherein gesagt, okay, ich hör jetzt auf, es hat keinen Sinn mehr. Aber ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt und habe das auf Facebook so ein bisschen angemerkt. Und da haben dann die Leute gesagt, ja, mach doch auf jeden Fall weiter und es wäre voll traurig, wenn du aufhörst und ich will nicht, dass du aufhörst und bla und blub. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich mache weiter, einfach auch den Leuten zuliebe, die Videos gerne schauen. Da wollen wir Und natürlich mal das. hoffen, also ja, Entschuldigung. Alles gut. Aber da wollen wir mal hoffen, dass es deinen YouTube-Channel noch lange gibt und du gutes Material hochlädst. Und wir machen erstmal wieder Musik und dann hören wir uns auch gleich wieder. Da sind wir wieder bei Furry FM mit unserem Interviewgast des Abends, Akeban. Und wir haben noch eine ganz spezielle, sehr heiß diskutierte Frage ganz für den Schluss aufgehoben. Und zwar hast du ja auch ein wirklich umstrittenes Video produziert und das beschäftigt sich mit dem Thema Pet Play. Die Fragen, die dort gestellt wurden, für alle, die das Video vielleicht nicht kennen, es waren die gleichen wie auch bei den Fursuitern. Also im Prinzip der gleiche Fragenkatalog. Nur dieses Mal waren es eben Petplayer, die befragt wurden. Jetzt haben Petplayer ja nun mal nicht den besten Ruf. Wie bist du denn darauf gekommen, genau die Petplayer so unter die Lupe zu nehmen? Ich kam da drauf, weil ich auch einige Petplayer in meinem Umfeld kenne, also in meinem bekannten Umfeld.
und ich mich damit ziemlich auseinandergesetzt habe und ich finde, dass der Ansporn zum Petplay nicht so sehr verschieden ist wie der Ansporn zum Fursuiten. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich will diese beiden Bereiche einfach mal so ein bisschen nebeneinander stellen, damit die Leute eben entsprechend mal so einen kleinen Vergleich ziehen können. Würdest du sagen, das ist jetzt ein aufstrebender Trend? Das war ja bis vor kurzem immer ein Tabuthema und wurde genauso wie die Themen SM, BDSM so mehr im Schatten behandelt. Und jetzt auf einmal so in den Mittelpunkt zu rücken, ist schon ein bisschen gefährlich, wodurch die Furries sich eigentlich immer versuchen, von dem Thema zu distanzieren. Ja, es war so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen der Nervenkitzel, der hat mich gejuckt. Also ich wollte das Thema unbedingt mal ausprobieren, wie die Leute darauf reagieren. Mir war klar, dass das Thema gebasht würde, vor allem mit der Aktion, dass ich das einfach mal auf eine Furry-Seite gepostet habe. Das Thema ist hoch und runter gebasht worden von Leuten, die es ganz toll fanden, Leuten, die gesagt haben, oh Gott, verbrennt es. Ich habe da so ein bisschen den Nervenkitzel gesucht, weil es mir bei Petplay wie auch bei Furry darum ging, die Leute aufzuklären und den Leuten klarzumachen, es ist nicht alles nur Sex. Und du hast sie quasi auch von der nicht sexuellen Seite beleuchtet, um das mal so auszudrücken. Quasi die Motivation, die dahinter steckt und das Gefühl vor allem, aber eben nicht die sexuelle Komponente. Was war denn die schlimmste Reaktion deiner Meinung nach? Von dem Zuschauer, oder wie meinst du? Ja, genau. Die war auf Facebook, wo sofort die Reaktion kam, Moderatoren löscht das Video sofort, das wollen wir hier nicht. Und da wurde es gleich, die Leute fangen dann echt an, schriftlich zu schreien, Fetisch und Pet Blair sollten verbrannt werden und das kam wirklich. Und das ist so ein Moment, wo ich mir denke, Leute, ihr seid Furries, ihr rühmt euch damit, dass ihr tolerant seid und schreit sowas in den Raum? Hast du denn auch Angst, dass das jetzt irgendwelche Konsequenzen noch nach sich ziehen wird für die Leute, die du da interviewt hast? Nee, denke ich ehrlich gesagt nicht. Also die Leute sind natürlich auch mit ihrem Pet-Namen, was ja nichts anderes eigentlich ist als ein Furry-Name, mit dem wurden sie interviewt und ich habe keine Links gepostet. Das heißt, die Leute könnten nach diesen Leuten suchen und diese Leute gezielt anschreiben. Ich gehe aber davon aus, die Mühe macht sich niemand. Und was würdest du sagen, hat dieses Thema oder dieser Themenbereich vielleicht auch Zukunft weiterhin auf deinem YouTube-Kanal? Ich habe darüber schon nachgedacht und ich denke, dass von meiner Seite aus da jetzt erstmal Schluss sein wird. Das heißt, was soll ich dazu noch groß machen, außer diesem Aufklärungsvideo? Weil da würde mir auch so jetzt nichts weiteres entsprechend einfallen. Ja, ich denke, in der Hinsicht ist dann echt Schluss. Es sei denn, es kommt nochmal aus irgendeinem akuten Grund der Bedarf hoch, noch ein Video dazu zu machen. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, über welches Thema im Bereich von Petplay. Normalerweise ist es ja so, dass die Menschen immer sehr aufgeschlossen sind, vor allem im Furry-Fandom. Jetzt ist es doch ein bisschen überraschend, dass so viele negativ reagiert haben. Gab es denn auch besonders überraschende Positivreaktionen? Ja, also ich habe einige Leute gesehen, die haben es auch auf YouTube so kommentiert, die gesagt haben, ja, ich dachte von vornherein, das wäre nur ein Fetisch und jetzt hast du mir die andere Seite auch gezeigt, jetzt habe ich gemerkt, so schlimm ist das gar nicht. Das waren so die besten Reaktionen. Ich habe auch einige Leute kennengelernt, die gesagt haben, boah, ja, ich finde es gar nicht so schlimm, ich könnte es ja auch sogar mal ausprobieren, könnte ich mir sogar vorstellen. Und das ist dann sowas, wo ich sage, ja, gut, klar, gerne. Also ausprobieren kann das jeder sehr, sehr gerne. Ich zwinge ja niemanden dazu. Und wenn ich den Leuten die Augen öffne oder öffnen kann dafür, dass das Thema nicht so schrecklich ist, wie es hingestellt wird, dann habe ich mein Ziel schon völlig erreicht und bin glücklich. Tja, Leute, da hört ihr es. Eigentlich sollten wir doch alle ein bisschen aufgeschlossener sein, auch anderen Sachen gegenüber. Und vielleicht schaut sich das der ein oder andere das Thema dann doch mal an, auch wenn der Name an sich des Videos schon mal ein bisschen so gleich den Schrecken ins Gesicht treibt. Aber ich bin ganz sicher, wenn ihr mal einen Blick riskiert und die Sache vernünftig angeht, dann könnt ihr vielleicht auch noch was an Eindrücken gewinnen, eben aus einer anderen Perspektive. Genau das ist ja das, was wir Furries auch von uns selbst erwarten. Ja. Wie ist es denn grundsätzlich bei deinen Videos? Du hast jetzt, wie gesagt, hoffen wir mal, Daumen drücken, bis Silvester die 500 zusammen. Ja. Und dann hast du sicherlich auch noch höhere Ziele, vielleicht neue Abonnenten-Specials. Möchtest du uns ein bisschen was teasern?
Ich habe mir überlegt, ob ich ein Abonnenten-Special mache, allerdings kann ich da noch gar nicht so viel zu teasern. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich will noch 2 Videos dieses Jahr machen. Ein Weihnachts- und ein Silvester-Video. Und eventuell schaffe ich es, mit dem Weihnachtsvideo einen Menschen gezielt zu überraschen, sodass es ihn noch wirklich sehr, sehr freuen wird. Und was ich zum Silvester-Video sagen kann, da wird so ein kleiner Flashback zu meinen alten Videos sein. Das heißt, es wird nicht irgendwie ein Akebla oder sonst was, sondern wirklich mehr so der Rückblick. Und nächstes Jahr will ich mit anderen Themen auf jeden Fall oder mit mehr Themen durchstarten. Ein bisschen aufwendigere Themen auch erarbeiten, mir ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen und ja, einfach mal schauen, was kommt und wie die Leute darauf reagieren. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, dass wir dir alles Glück der Welt wünschen und natürlich auch ganz viele Abonnenten und jeder, der hier noch in unserem Live-Chat vorhanden ist, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall heute. Das war richtig toll von euch. Daumen hoch und gebt auch Akeban auf seinen YouTube-Kanal einen Daumen hoch, abonniert ihn vielleicht, unterstützt unseren Furry-YouTuber, damit daran auch noch ein bisschen was Neues wachsen kann und wir hoffen dann ganz, ganz viel in der Zukunft von dir zu hören. Gerne, freut mich immer wieder gerne. Tja, das war's erstmal für heute, liebe Freunde der fälligen Unterhaltung. Heute war's ganz besonders toll. Vielen Dank für eure Aktivität im Live-Chat und auch natürlich an die Zuhörer, die nicht im Live-Chat dabei sein konnten. Wir haben dann damit auch die letzte Sendung für dieses Jahr hinter uns gebracht. Es wird vielleicht noch ein paar kleine DJ-Sendungen geben, aber an größeren Sendungen habt ihr es jetzt erstmal überstanden, um es mal höflich auszudrücken. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Ganz großes Dankeschön natürlich an Akeban, da müssen wir uns bedanken. Danke an Genius für die Co-Moderation, natürlich auch an Bravura. Und damit wären wir für heute durch. Ciao, ciao. Ciao. Und jetzt kommt noch der Musikwunsch. Kopli, Kani, Wodka. Viel Spaß damit, aber das war's bis heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.